Hallo Leute und herzlich willkommen zur Lektion Key. Ja, wie in der letzten Lektion BPM besprochen, ist Key der zweite extrem wichtige Faktor, der für euch DJs auf jeden Fall zu beachten ist, wenn es an den Übergang geht. Denn der Key ist die Tonhöhe und wenn ihr es schafft, Tracks mit derselben Tonhöhe oder mit harmonisierenden Tonhöhen ineinander zu mischen, dann bekommt ihr einen sehr sanften, angenehmen Liedfluss zustande, der auch eben für das Publikum sehr angenehm anzuhören ist. Und somit könnt ihr euer Publikum wirklich begeistern und für ein ganz besonderes Musikset sorgen. Das ist eben im besten Fall der Fall. Im schlechtesten Fall vermeidet ihr einfach, dass ihr wirklich sehr unharmonische und schräg klingende Übergänge fabriziert. Deswegen auf jeden Fall Key immer beachten. Jeder Track hat ja eine bestimmte Tonart, in der er produziert ist. Allgemein gesagt gibt es 12 Dur- und 12 Moll-Tonarten. Diese Tonart wird durch den Grundton und das Tongeschlecht ermittelt und ist so im Prinzip charakteristisch für dieses Stück. Denn die Tonart ändert sich normalerweise innerhalb eines Stücks nicht mehr. Wenn es also für euch als DJ dann an den Übergang geht, dann müsst ihr schauen, dass der Key des aktuellen Tracks auch mit dem Key des zukünftigen Tracks harmonisiert. Ihr habt es hier relativ leicht, es gibt einige Möglichkeiten, wenn man weiß wie. Jede Tonart harmonisiert auf jeden Fall mit 4 Tonarten sehr gut. Das ist zum einen mit demselben Grundton, also derselben Tonart, ist ganz klar. Alternativ auch die Subdominante, also die Tonart, die 5 Halbtonschritte höher ist als die des aktuellen Tracks. Oder die Dominante, die 7 Halbtonschritte höher ist. Und auch die Tonika-Parallele, die 3 Halbtonschritte tiefer ist. Das Ganze ist natürlich sehr theoretisch. Und entweder habt ihr jetzt die Möglichkeit, dass zum Beispiel eure DJ-Software diese Analyse für euch übernimmt. Alternativ könnt ihr auch Drittanbieter benutzen, wie Mixed in Key. Die funktionieren schon ziemlich zuverlässig, aber natürlich gibt es auch auf diese Angaben keine Gewähr. Am besten könnt ihr euch auf jeden Fall nach einer Zeit auf euer Gehör verlassen, denn auch wenn ihr durch euer Gehör nicht unbedingt direkt rausbekommt, dass die aktuelle Tonart jetzt D-Moll ist, dann hört ihr trotzdem aber einfach nur von eurem ganz subjektiven menschlichen Empfinden her, ob das Ganze jetzt harmonisch ist oder nicht. Ihr müsst als DJ auch aufpassen bei einer Geschwindigkeitsänderung, denn wie in der Lektion BPM schon besprochen, kann diese Änderung der Geschwindigkeit zu einer Veränderung der Tonhöhe führen. Wenn ihr hier keine Master Key oder ein Master Tempo Funktion eingerichtet habt, müsst ihr hier auf jeden Fall sehr wachsam sein. Ihr könnt das Ganze auch als euren Vorteil benutzen, denn wenn ihr wisst, dass ein Track nicht den richtigen Key hat, wie der Key, der aktuell von euch gespielt wird, dann könnt ihr die Geschwindigkeit verändern, was natürlich auch zum aktuellen Track passen muss. Aber wenn ihr die Geschwindigkeit des neuen Tracks anhebt oder verringert und dadurch gleichzeitig die richtige Tonhöhenveränderung zustande kommt, die dann bewirkt, dass beide Tracks dieselbe Tonart haben, ist das natürlich sehr positiv. Das ist natürlich auch mit etwas Hirnschmalz und Arbeit verknüpft, aber es kann sich definitiv lohnen. Wenn ihr also eine Geschwindigkeitsveränderung von plus oder minus 6% vornehmt, erhöht oder verringert ihr die Tonhöhe eures aktuellen Tracks um einen Halbton. Das entspricht jeweils plus oder minus 7 Schritte dann im Camelot-System. Und was das Camelot-System ist, das besprechen wir jetzt. Denn da können wir als DJ einer Person sehr, sehr dankbar sein. Denn das Camelot-System vereinfacht das Prinzip dieser Harmonielehre sehr. Hier wird die Tonart durch die Nummern 1 bis 12 ausgetauscht. Und der Buchstabe A steht für Moll und der Buchstabe B steht für Dur. Das bedeutet dann im Umkehrschluss, E-Dur wird transkribiert in 12b. Das hat für euch den Vorteil, dass ihr euch nicht so viele verschiedene Begriffe merken müsst, sondern das Ganze eben ein gewisses mathematisches System hat. Und es rechnet sich auch leichter
von dem, welche Veränderungen ihr jetzt habt und welche Tonarten dann noch dazu passen. Aber dazu dann gleich im Praxisbeispiel. Generell kann man eben dann sagen, von dem Ausgangskey her harmonisiert derselbe Buchstabe mit einer Verringerung um 1. Also hier wäre es dann zum Beispiel 11b oder auch plus 1 mit demselben Buchstaben. Das wäre dann 1b, weil nach 12 geht es wieder von vorne los. Oder alternativ auch selbe Zahl und selber Buchstabe, was natürlich wieder demselben Grundton, also derselben Tonart entspricht. Oder alternativ auch selbe Zahl und anderer Buchstabe. Das sind dann genau die vier, die wir auch hier schon aufgelistet haben, nur eben im Camelot-System. Ihr habt außerdem die Möglichkeit als DJ das Energy Boost Mixing anzuwenden. Hier werdet ihr beim Übergang zu den nächsten zwei Halbtönen switchen. Das bedeutet dann also plus 2 oder plus 7 im Camelot-System. Hier kann unter Umständen eben ein sehr energiegeladener Übergang zustande kommen. Das ist immer trackabhängig, von deswegen gibt es auf jeden Fall keine Garantie für diese Regel. Aber ihr könnt sie auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten. Und hier habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, mal einen besonderen Übergang zu machen, der ein bisschen aus dem klassischen Raster fällt. Außerdem kann es unter Umständen noch sein, dass die Tonarten ausgehend von eurem Key jetzt plus 4 und selber Buchstabe oder minus 1 und plus 1 vom anderen Buchstaben auch noch harmonisieren. Das ist aber schon eher unwahrscheinlich. Hier müsst ihr auch wieder individuell das Ganze bewerten und euch am besten auf euer Gehör verlassen. So, wir kommen jetzt noch zum Praxisbeispiel. Und zwar ist das eben das Camelot Wheel. Und wir nehmen uns jetzt mal die Tonart H-Moll oder alternativ eben transkribiert 10a heraus. Natürlich harmonisiert mit 10a auch wieder 10a. Selber Grundton, selbe Tonart. So, dann natürlich dieselbe Zahl und der andere Buchstabe. Dann um 1 erhöht und um 1 verringert. Selber Buchstabe. Alternativ das Energy Boost Mixing. Hier mit eben plus 2 und plus 7 und eben noch mit Vorsicht zu genießen, eventuell dann noch hier in gekringelter Form die letzten Varianten. Ihr seht also, ihr habt einige Möglichkeiten, um von eurem aktuellen Key zu einem nächsten Track zu switchen und das Ganze harmonisch zu gestalten. Ihr müsst auf jeden Fall einige Zeit da rein investieren, das Ganze zu analysieren, zu schauen, ob das richtig analysiert wurde. Und eben, ob es dann auch wirklich in der Realität gut passt, denn in der Theorie klingt ja alles erstmal ganz schön, aber da muss man sich natürlich trotzdem nochmal anhören. Trotzdem, es gibt einige Alternativen und insofern beschäftigt euch damit, euer Publikum wird es euch auf jeden Fall danken. Wir hoffen, du konntest in dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.